Wir haben heute einen Überraschungsgast hier. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wen, was, wie, wer? ist euch schon mal aufgefallen, dass wir die letzten 23 Tage kein einziges Tier gezeichnet haben? Unabhängig jetzt mal vom Dallapferd. Kein Tier. Und deswegen kommt jetzt ein Tier, was man durchaus zur weihnachtlichen, aber auch zur winterlichen Jahreszeit, aber durchaus auch im Sommer, immer zeichnen kann. Denn ein Pinguin geht immer. Mac verbirgt sich als Überraschung hinter Türchen 24 oder in Türchen 24. Ist auch gar nicht kompliziert, ist relativ einfach und simpel, es sind zwei Schichten an Farbe. Und wie ich diese kleine Mac hier gezaubert habe und wie sie dir genauso den Tag versüßen kann, das zeige ich euch jetzt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video tatsächlich bis zum Ende schaut, denn ich habe am Ende nämlich noch eine kleine Information für euch. Also, jetzt erstmal viel Spaß. Also, Mac gehört ja mittlerweile zu meinem klassischen Repertoire. Also, mich gibt es nicht ohne Mac. Mich gibt es nie ohne Mac. Ich habe ja hier ein kleines Beispiel. Und ich weiß nicht, ob ihr das gut rauserkennen könnt, aber Mac besteht aus zwei Kugeln. Einmal der Kopf und einmal der Bauch. Und der Rest wird einfach angemalt. Ja, nur so mal als Orientierung. So male ich ganz viele meiner Tiere. Meine Tiere sind alle so ein bisschen kegelförmig. Der Kopf oben ist schmaler, der Körper unten breiter. Das hat so einen Niedlichkeitsfaktor. Also, Mac besteht aus einer kleinen Kugel, wie so ein Schneemann quasi. Drückt nicht so doll auf. Und einer größeren Kugel, die sich hier unten überschneiden. Ja, die können sich ruhig überschneiden. Und dann verbinden wir die hier nur noch. Und dann quasi in den Feinschliff. Das hier innen. Wenn euch das stört, könnt ihr das ruhig wegradieren. Und da kann man das ja schon, gerade geworden hier, kann man das ja schon relativ klassisch rauserkennen, ne? So diese Kegelform. So, jetzt gehen wir hier. Der Rand von dem Gefieder oben kriegt sie so Geheimratsecken kleine. Hier die Flossen. Sie kann hier gerne was in der Hand halten, ein kleines Bouquet, ein kleines Geschenk. Das könnt ihr euch aussuchen. So. Dann kommen hier unten noch die Füßchen hin. Der Schnabel. Auch ein kleines, rundes, abgerundetes Dreieck und die Augen und die Wimpern. Der Mac ist ja ein Mädchen. So, das war es eigentlich schon. Das werden wir jetzt mal ordentlich, nicht wegradieren, aber ihr wisst schon, ne? Ordentlich blass machen und auch Mac bekommt eine Grundierung. Da nehme ich auch gar nicht so einen dicken Pinsel, ich nehme die zwei. Und ihr könnt Mac gerne vorwässern, ne, wenn ihr das wollt. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich habe nämlich hier keine freie Stelle mehr. Bei Mac ist nämlich nicht ganz schwarz. Mac ist verwässertes Schwarz. So. Also, sie wird erstmal grundiert. Also auch wirklich mit Schwarz, keine Neutraltinte. So, das trocknet erstmal. Da gehen wir dann nämlich noch an Füße und Schnäbelchen jetzt. Da fange ich immer mit Indischgelb an.
klar. Gelb dunkel. Nur so in die Spitze rein. Gerne noch hier den Übergang ein bisschen weicher machen. Das lassen wir jetzt trocknen. Das trocknet hier eigentlich relativ schnell, dieses Schwarz, ne? So, und da bleibe ich jetzt tatsächlich bei der 0. Das machen wir jetzt hier ganz vorsichtig. Und zwar, wo fangen wir denn an? Wir machen mal Schritt für Schritt. Wir fangen mal hier unten an. Ah, da wird es doch schon zum Angreifen, nicht zum Angreifen, zum Greifen. Ne? So, da oben am Kopf machen wir noch ein bisschen. Und ansonsten ist MAC in der Größe, also wenn sie größer wäre, dann würde ich ein bisschen mehr schichtiger noch arbeiten. Also würde ich vielleicht noch eine dritte Schicht vom Schwarz jetzt drauf machen. Aber dadurch, dass es so eine kleine Figur ist, belasse ich es bei den zwei Schichten. Ne? Das reicht hier schon vollkommen aus. Aber ich möchte natürlich MAC noch einen Schatten, also einen Schatten in Form, den sie wirft. Hier, ne? Neutraltinte. Unter den Augen mache ich auch meistens. Und natürlich, jetzt mal das was gut hinkriegen, hier am Bauch. Und dann mache ich gerne immer noch hier. Aber auch nur ganz hell, ne? Dann könnt ihr die Kanten ruhig. Wichtig ist, dass der Bauch hell bleibt, weil der sticht ja hervor. Dann brauchen wir natürlich noch Schwarz für die Augen. Könnt auch mit einem Feinliner machen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen für die Wangen. Dann nehmen wir hier einfach ein bisschen Rot. Kann natürlich auch rosa sein oder sowas. So, dann machen wir ein paar Pünktchen. Die da gehen wir dann am äußeren Rand von den rosa Pünktchen lang. Und ziehen das so ein bisschen aus, als wenn es ein bisschen rouge wäre. Sodass sie ihre typischen rötlichen Wangen kriegt. Und jetzt würde ich eigentlich nur noch mal hier beim Cadmiumrot, aber auch gar nicht doll, einen ganz kleinen roten Rand nach unten machen. Und auch hier, aber auch nur an der Spitze.
Und dann haben wir schon die Mac fertig. Die geht nämlich eigentlich auch ganz fix. Ja, so, die kriegt jetzt natürlich auch ein Hängerchen, weil ihr könnt die natürlich auch aufhängen. Erstmal müssen wir sie ausschneiden. So. Und damit hat Mac die Ehre, Mac, meine Pinguindame, das einzige Tier hier im Kalender zu sein. Mal abgesehen vom Dallapferd, aber das würde ich jetzt auch nicht direkt als Tier sehen. Haben wir ein Tier gemacht? Nee, wir haben kein Tier gemacht. Wir haben hauptsächlich nur Gegenstände und Lebensmittel gemalt. Ja. Und dann hat Mac die Ehre, das einzige Tier hier drin zu sein. Das freut mich so dermaßen und ich hoffe, das gefällt euch, dass wir hier ein kleines Mac-Tutorial machen. Auch wenn es nur eine einfache Mac ist quasi. Also nur. Es ist Mac. Ne? Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, das zu malen. Markiert mich gerne heute im letzten Türchen. Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Ich freue mich, eure Werke zu sehen. Wir haben vor 2 oder 3 Jahren über Instagram schon mal eine Mac gemalt und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ihr alle mitgemacht habt oder viele von euch. Und ja, jetzt möchte ich euch noch ganz kurz was erzählen. Mac begleitet mich quasi seelisch und moralisch auf dem Weg. Es hört sich jetzt an wie eine große Hiobsbotschaft, die ankündigt. Nein, es geht einfach nur um die Videos nächstes Jahr. Und zwar habe ich mitgekriegt, so 3 Themen, ein Bild ist nicht so ganz euer Ding. Was aber gar nicht schlimm ist, denn es kann schon manchmal echt knifflig werden. Und ich habe mir halt überlegt, der Rhythmus bleibt 1. Sonntag, 3. Sonntag, Hashtag Sonntags mit Lillys. Und was ich mir halt überlegt habe, weil diese beiden Themen gehören halt einfach dazu, ich werde dann an dem 1. Sonntag immer was zum Thema Lettering machen und am 3. Sonntag werde ich immer etwas zum Thema Illustration machen. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Solltet ihr Wünsche oder Ideen haben oder etwas, was ich euch gerne zeigen soll, dann kontaktiert mich gerne, schreibt mich gerne an. Vielleicht finden wir da einen Weg, dass wir da oder dass ich euch da ein paar Wünsche erfüllen kann. Ja, ich werde natürlich mir Mühe geben, euch so viel Wissen zu geben, wie es mir möglich ist, das umsonst weiterzugeben. Ansonsten habt ihr auch immer die Möglichkeit, mich gerne auch zu unterstützen. Denn auch hier steckt immer viel Arbeit und viel Zeit drin, so ein Video zu machen. Und auch jetzt hier mit den Adventskalender-Videos, es sieht immer so leicht dahingeworfen aus, aber es hat doch schon so ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, die ich mir aber auch gerne genommen habe, denn es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet die letzten 24 Tage Spaß. Ich wünsche euch heute einen schönen heiligen Abend. Ich wünsche euch schöne, freie Tage. Danke an die, die arbeiten gehen über die Feiertage. Auch zwischen den Jahren, also zwischen Heiligabend und Silvester. Wenn ihr Urlaub habt, genießt ihn. Wenn ihr arbeiten müsst, dann wünsche ich euch frohes Schaffen und kommt gut ins nächste Jahr. Und wir sehen uns dann quasi, was ist denn das für ein Tag? Der 1. Januar ist Samstag. Oh! Dann sehen wir uns am 2. Januar schon. Der 1. Sonntag Lillys. Sonntags mit Lillys. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander und aufgeregt. Ja, werden wir was mit Lettering machen. Und lasst euch überraschen. Das wird sicherlich sehr, sehr viel Spaß machen. Und man braucht nicht immer einen Stift. So viel nun mal zum Tipp. So, und jetzt wünsche ich euch was. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Eine reiche Bescherung, besinnliche Stunden, leckeres Essen. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Macht's fein. Bleibt kreativ. Tschüss.